Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cities Skylines hier auf meinem Kanal. Ja, das hier ist das Problem. Wir haben hier Wasser in den Straßen. Die Frage wäre, ob man das mit einem, ja, wie soll man sagen? Die Frage ist erstmal, wo kommt das her? Ich hatte ja hier schon ein bisschen eingeebnet. Das ist ja ein Ding. Das andere ist, könnte man das mit Oberflächen Wasser abpumpen wegbekommen. Oder was wir auch machen können, das hier ist extrem. Pass mal auf. Wir probieren mal was aus. Wir nehmen mal. Ich muss mal ganz kurz hier stoppen, weil sonst wird das hier nichts. Fangen nämlich direkt wieder an zu bauen. Vielleicht können wir, wenn wir, wie war denn das? Einer bestimmten Höhe an. Genau. Wenn wir. Ah ne. Pinselgröße muss kleiner. Die Pinselstärke kann ruhig so bleiben. Wenn wir dies hier wegnehmen. Hier scheint ja irgendwie. Anpassen. Hebt oder senkt das Terrain? Okay. Nee, absenken. Hier, komm, runter. Vielleicht haben wir uns hier auch irgendwie einen Staudamm oder sowas hingebaut. Man weiß es nicht so genau. Können wir auch noch ein bisschen runtergehen? Wir hiermit das Ganze so ein bisschen abfedern vielleicht. Hier ist ja auch noch was. Hier ein bisschen verbreitet. Wir kennen das hier alles, nicht? Wenn Flüsse oder dergleichen begradigt werden, dann haben wir schon mal öfter ein Problem. Hier machen wir auch ein bisschen der Verbreiterung rein. Und hier. Schön aushöhlen das Ganze. Die bauen aber auch bis ins Wasser rein hier, ne? Wir gucken mal, ob das eventuell irgendwas bringt. Wahrscheinlich eher weniger, oder? So. Schön wäre natürlich, wenn das Wasser da wieder abfließen würde. Ansonsten würden wir hier mal, ja, wie soll ich sagen, eine Abpumpstation hinsetzen. Müssen wir aber, glaube ich, erst erforschen. Kann das sein? Aufbereitungslage, Abwasserabfluss. Genau, moderne Wasserpumpenstation. Leitet Wasser aus den und Oberflächengewässer ab und pumpt diese in das Stadtnetz. Dieses Ding brauchen wir. Anforderungen, Fortschritt. Gut, wir haben aktuell keine Punkte mehr, die wir vergeben können, tatsächlich. Wir lassen das mal schneller weiterlaufen. Wir sind ja jetzt eine Kreisstadt. Wir müssen das da unbedingt erforschen. Und dann denke ich mal, haben wir hier eventuell auch keine Wasserprobleme mehr. Wobei, das steht jetzt immer noch unter Wasser. Aber das könnte man dann abpumpen. Oh, da hat's geknallt. Guck mal an. Da haben wir sogar eine Ampelanlage. Übrigens sind die Autos immer noch zugeschneit, ne? Schon interessant. Wir haben Oktober. Ach, jetzt könnte das mit dem Schnee wieder los, oder wie? Wir brauchen. Wo haben wir denn hier? Da haben wir ein Atomkraftwerk gebaut. Was fehlt dem denn? Kernkraftwerk. Müll?
Atommüll oder was? Unterhaltskosten, Effizienz, Müllberge, ja. Die versacken im Morast. Wir machen. Das ist eine doppelte sogar, okay. Wie weit können wir denn überhaupt bauen? Ach so, das ist alles noch unseres hier. Okay, hier ist eine Autobahn. Müssen wir entweder drüber her oder drunter her. Dann wollen wir mal gucken. Aber da kann man mal sehen, wie man sich so eine Stadt letztendlich natürlich auch machen wir Folgendes. Ich brauche das hier, genau. Kann man aber auch mal sehen, was man sich so eine Stadt letztendlich auch zubauen kann, ne? Sind die blöden Leitungen im Weg? Haha. Da ist ein Knick in der Optik, aber egal. Und da ist ein Kreisverkehr, der zu hoch ist. Mist. Das ist nicht schön, aber selten, oder? Genau, und hier können wir vielleicht noch einen großen Kreisel hinbauen. Jawohl, genau. So. Was wir brauchen, ist aber Gewerbegebiete. Pass auf. Und zwar. Die hier, die bauen wir hier hin. Da wird auch direkt gebaut. Hier ist die Straße irgendwie im Hügel verschwunden. Okay. Ist das so? Das ist wirklich so, Tatsache. Cool. Genau, pass auf, dann loben wir hier nochmal. Wir nehmen hier aber jetzt wieder eine normale Straße. Möchte gerne diese Kurven hier haben. Dann wäre hier neben dem Atomkraftwerk, ja gut, da wird keiner wohnen. Das wird Gewerbe sein später.
So. Aber wir können. Nee, wir sollten. Nee, nochmal eine Straße. Atomkraftwerk vorbei. So, pass auf. Wow. Jetzt fragen Sie aber nach Gewerbegebieten hier, wa? Aber immer nur die normal besiedelten. Das ist schon komisch. Neues Gebäude verfügbar, ein Marktplatz. Okay. Schön. Das machen wir aber später. Ich bin mit dieser Landwirtschaft immer noch nicht konform. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. So, wir brauchen aber Industriemüllverwertungsanlage, Recyclingzentrum. Wir bauen hier noch ein Recyclingzentrum hin und eine Müllverbrennung. So, das da müssen wir noch erforschen. Brauchen noch Wohngebiete. Hier hinten wohnen auch schon Leute. Ja, das ist. Es ist ein bisschen chaotisch gemacht, was ich hier treibe. Das ist schon richtig. Wir gucken mal, wie weit war das. Wie weit man das überhaupt machen kann. Hier fährt der Verkehr auch nur in einer Straße, weil die hier von der Autobahn runterkommen. Das ist ein bisschen. Das ist eigentlich ein bisschen dumm, ist das. Das heißt, ich müsste theoretisch noch hier kaufen und hier kaufen. Jetzt müssen wir jetzt mal sehen, wie das irgendwie anders hinbekommen. Machen wir einen schönen großen Bogen daran. Hier. So. Jetzt könnte man da natürlich Wohngebiete, aber ich glaube. Nee, Wohngebiete an der Stelle sind auch blöde. Müsste ich hier eventuell runtergehen? Schön an der Autobahn lang. Das gibt es in Berlin im Übrigen auch. Meine schön geht anders, aber okay, hier geht es unter dem Kreisverkehr her. Das ist natürlich weniger das, was wir wollen, ne? Das hier. Sind wir jetzt unterhalb der. So machen wir das. So. Wohngebiete. Wo zieht denn der ganze Dreck eigentlich hin? Mittlere Dichte. Ist das hier mittlere Dichte oder was ist das? Na gut, das können wir hier. Ja, das passt. Haben wir ja auch alles. Aber da baut keiner. Das ist das Problem.
Problem, weil hier natürlich fettes Industriegebiet ist. Egal. Hier machen wir die. Können wir nochmal dünn besiedelte hinmachen. Naja, laut ist das da schon, ne? Das kann man jetzt mal nicht leugnen. Oh, jetzt haben wir da zwei Krankenhäuser. Das. Obwohl, warte mal. Wo waren das andere? Hallo? Können wir das eigentlich abreißen hier? Ja, weil wir haben hier ein großes. Freiwillig baut er. Boah, was ist hier denn los? Müssten eigentlich. Nee, ist alles gut. Ja. Wie war das? Unsere Stadt ist hässlich. Ja. Wollen wir mal ganz ehrlich. Kennt irgendjemand eine Stadt, die wirklich, wirklich schön ist? Ein Übermaß an Stromproduktion. Ja, dann können wir das ja verkaufen, ne? Würde ja gerne mal. Bietet Platz für 5 Hubschrauber. Ich habe noch nie einen Hubschrauber hier abfliegen gesehen. Wo das denn hinbauen? So verbaut und verwurstelt hier, das ist schon unglaublich. Boah, das ist alles feuerwehrtechnisch richtig gut versorgt sogar. Das sind Wohngebiete, oder? Ja, guck mal, das sieht gut aus. Hier hinten müssten wir noch irgendwie sowas haben. Da ist ein Fluss. Brauchen noch eine Polizei. Auch nur diese kleine Hütte. Die bauen wir dahin. Das passt. So. Friedhof vielleicht nochmal, oder? Ein Krematorium. Oh, guck mal, jetzt sind sie alle glücklich hier. Wow. Glücklich über ein Krematorium. Wie kann man nur hier noch eins hinbauen? So. Was haben wir gesagt? Wir haben neue Gebäude, wa? Wo war denn das? Hier, großer Marktplatz. Wenn wir den. Da ist Wasser. Könnte man den denn hinpflanzen? Naja, diese Stadt ist halt, ich sag mal so, ohne Planung natürlich gewachsen. Ne? Man sieht schon, es wird immer größer. Irgendwo. Und. Ja. Was sollst du sagen? Es ist, wie es ist. Der anderen Seite ist es ja schon so, wenn du mal guckst, jetzt richtig in den Großstädten, was ist da schon schön? Machen jetzt aber trotzdem mal Folgendes, und zwar nehmen wir hier unsere Siedlung hier mal so ein bisschen durchflügen. Und das Ganze hier so ein wenig
Ja, wir haben eine mittlere Stadt. Das heißt, wir gehen hier mal eben auf Pause. Und wir haben gesagt, wir brauchten was für Oberflächenwasser, gell? Und zwar. Nee, Quatsch, hier wollte ich drauf. Da. Pumpstation. Wir haben 12 Punkte. Freischalten. Was haben wir denn noch? Solarkraftwerk. Da haben wir erstmal genug. Schnellstraßen, Parkplätze. Seuchenschutzbehörde, Müll. Industriemüll. Die haben wir ja schon freigeschaltet. Fehlte uns das Geld oder? Parkpflege, das können wir freischalten. Große Parks. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn hier noch? Eine Serverfarm. 3 Punkte haben wir noch. Ich meine, sagen wir mal so, das ist bislang die erste Stadt, die nicht den Bach runtergeht. Großstadt und Metropole. Genau, also es braucht noch ein bisschen. So, dann hatten wir gesagt, moderne Wasserpumpenstation. Genau, wir müssen mal eben einmal die Stelle wieder. Ne, wir machen jetzt erst Folgendes. Wir werden jetzt erst noch hier Wohngebiete basteln. Wichtig ist, dass wir Geld reinbekommen und nicht ausgeben. Und wie gesagt, was schön ist und was nicht, das liegt im Auge des Betrachters. Da kannst du, ne? Mal hier. Alles mal fertig machen. So. Genau, dann können wir das auch weiterlaufen lassen. Und dann gucken wir mal. Leben in der Nähe Industrie ist schrecklich. Verschmutzung macht den ganzen Boden kaputt. Ja, du musst da ja nicht hinziehen. Das ist ja dein Ding. So. Wo hatten wir denn? Das Ding mit dem Oberflächenwasser. Das war hier irgendwo, ha? Industriegebiet da oben haben wir ein bisschen was weggemacht. Genau. Das war hier in dieser Ecke. Einmal stoppen. Wenn wir das wegnehmen und das, können wir dann hier das Ding hinbauen. Natürlich nicht. Weil. Das ist auch ganz schön groß, he? Man müsste. Ja. Jetzt alles ein bisschen anheben. Der Friedhof säuft ja auch ab, ne? Ist da, was ist das überhaupt? Ist das ein Friedhof? Ne, ein Park ist das. Pass mal auf, dann machen wir den auch mal weg. Und Frage ist, auf welcher Höhe er das jetzt hier anpasst und inwiefern.
Kein Wasser. Ach so, deswegen kann man das hier nicht bauen. Okay. Kein Grund war. Ah, guck dir das mal an. Nicht an der Küste. Gut, dann. Was auch immer das ist. Ach so, ein Parkpflegedepot. Okay. So. Im Moment sehen wir. Ja, aber wie kriegt man das hier weg? Vor allen Dingen, wie gesagt, wo kommt das Wasser her? Das ist ja auch so ein Ding, ne? Stadtwirtschaft. Und im Moment haben wir noch 3 Millionen. Im Moment sieht das noch gut aus. Bildung und Forschung, Technische Universität. Wow, ist das ein Riesending. Haben wir die nicht schon sogar? Nee, doch nicht. Könnte man aber vielleicht. Das ist ein Fluss, oder? Ja, okay. Ins Wasser bauen geht nicht. Wir wollen unsere Stadt ja sowieso weiter ausbauen. Können wir die vielleicht. So, pass auf. Das ist eine Universität. Wir werden jetzt erstmal die Technische Uni einfassen hier. Die hat nämlich noch kein Wasser. So, dann hier noch eine hin. Immer so ein bisschen zu hoch. Okay, perfekt. Naja, was heißt perfekt? So, jetzt hat die an allen vier Seiten. Eine Straßenanbindung. Das ist doch was. Genau, hier machen wir noch einen Kreisverkehr hin. Das sieht doch cool aus. Oder auch nicht. Natürlich auch so eine Abenteuerkreuzung, ne? Zwei Kreisverkehre hintereinander. Okay, so. Wir brauchen immer noch Wohngebiete, neue. Ich sag mal, anhand oder in der Nähe der Technischen Uni können wir das natürlich machen.
Das sollte nicht das Problem sein. Überlege mal, wo wir neue Gebäude finden. Parkpflegedepot haben wir. Gibt ja auch diese Highlights, ne? Turmhohes Hotel. Was seine Zeit überlebt hat. Fernsehturm. Ja. Transport, Parks und Erholung, Kommunikation. Aber liebe Leute, wir sind schon wieder bei 31 Minuten angekommen. Und wir gucken mal in der nächsten Folge, wie das hier entsprechend weitergeht mit unserer Stadt. Ob wir irgendwie irgendwann mal letztendlich verkacken oder ob wir immer größer werden oder wie auch immer. Und in diesem Sinne bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und bis dahin erstmal ciao, ciao, macht's gut, bis dahin. Tschüss.